die Meldungen des Tages. Genau ein Jahr, nachdem die kleine Ortschaft Rübenhausen eigenständig und zur eigenen Nation ausgerufen wurde, ernannte sich heute am Jahrestag der ehemalige Parteivorsitzende der KDM-Partei Erich Honecker zum alleinigen Staatsoberhaupt der Nation Rübenhausen. Rübenhausen existierte bis 2013 als Ortschaft von Sutanien. Wo wir auch beim nächsten Thema wären. Sutanien ist jetzt auch wieder auf einer brennenden Herdplatte. Denn es gibt Probleme mit Immigranten-Marionetten, die über die sutanische Grenze illegal versuchen, nach Rübenhausen einzuwandern. Ja, traurig, aber wahr. Jetzt im Anschluss kommt Keduma Alaf 2, moderiert von Luzi. Dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß und gute Unterhaltung. Und nach Keduma Alaf folgt das Wort zum Hexensabbat. Es spricht Hasspredigerin Walpurga Rabinski mit dem Thema männliche Hexen, also Magier und Hexer, auf dem Besen. Warum auch nicht? Schließlich wollen sie ja auch mal was Hartes und Langes zwischen den Beinen haben. Das war's also von uns aus. Und jetzt viel Spaß mit unserem abendfüllenden Karnevalsprogramm Keduma Alaf 2. Die Nachrichten kommen nachher noch um Mitternacht mit einer Sondersendung über das Aktuelle von Sutanien und bezüglich der Grenzüberschreitung. So, das war's jetzt von mir und ich gebe ab direkt live zur Erich-Honecker-Halle zum Luzi. Dankeschön. So. Fertig. Jungs, einmal umschalten. Auch dieses Jahr zum zweiten Mal sind wir Ersatz für Pest und Qual. Auch diesmal habt ihr keine Wahl. So wie beim letzten Abendmahl. Heute sind wir wieder für euch da, die Marionetten von Keduma. Heute wollen wir euch wieder zum Lachen bringen und machen dafür jeden Mist, außer singen. Ärzte, Tiere, Omas und Tod, bei uns gerät alles aus dem Lot. Drum möcht ich nur noch, wenn ich darf, es nun wagen und es sagen. Zum zweiten Male, Keduma Alaf. Ja, dankeschön, dankeschön. Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen hier in der Erich-Honecker-Gedächtnishalle in Halle. Ja, schön, dass Sie alle dabei sind, Sie hier im Saale und zu Hause an den Bildschirmen. Ja, auch dieses Jahr haben wir wieder ein bunt gemischtes Programm und wie letztes Jahr versprochen, bekommen alle, die auftreten, den großen Keduma Alaf Pokal. Und da ist er auch. Gestiftet von unserem Karnevalsverein, den Fidelen Eulenden. Ja, um diesen Pokal zu bekommen, da muss man schon ein bisschen mehr drauf haben, als nur eins oder zwei Fritzchenwitze. Mindestens drei.
Nein, Spaß beiseite. Also wir haben heute ein sehr schön gemischt buntes Programm. Wir haben heute alte Komiker bei uns, aber auch neue, die der fünften Jahreszeit ihren ganz besonderen Flair verleihen. Und hier, durch dieses Gerät, was man normalerweise benutzt, um Sterne zu sehen, ja, dieses Gerät benutze ich heute, um nach Filmen Ausschau zu halten. Denn diesmal kommen Arztfilme. Ja, stellen Sie sich vor, jetzt haben wir im Theater sogar einen Arzt. Nämlich Dr. No, gespielt von unserem Burggespenst Nono. Ja, er ist mit dabei. Und wie sollte es anders sein? Ganz klar, natürlich auch unsere Oma des Lachens, unsere Oma Inge. Wer sonst noch dabei ist, lassen Sie sich überraschen. Und nun erstmal viel Spaß mit den folgenden Filmen. Na dann würde ich mal sagen, Film ab und Bühne frei, nicht wahr? Denn die fünfte Jahreszeit, das ist ja schon etwas ganz Besonderes. Also dann, genießen Sie diese Sendung, haben Sie Spaß und ich hoffe, dass die Leute in der Regie, die mir die ganze Zeit ins Ohr flüstern, dass sie noch nicht bereit dafür sind, den Film abzufahren, jetzt endlich mal Zeit haben, denn ich habe keine Ahnung mehr, was ich Ihnen sonst noch erzählen soll. Der nächste bitte. Ah, guten Tag, Herr Luzi. Ja, guten Tag, Herr Doktor. Nun, ich habe mir Ihre Werte angeschaut. Ja. Und ja, ich weiß nicht, wie ich es Ihnen erklären soll. Sagen Sie es einfach. Ich bin hart im Nehmen und die Wahrheit gewöhnt. Also gut. Ihr Problem? Ja. Was ist mit meinem Problem? Woher kommen meine Beschwerden? Nun, das konnte ich nicht genau ersehen. Das weiß ich leider nicht. Aber ich habe eine Vermutung. Nämlich, dass der Alkohol dran schuld ist. Verstehen Sie? Was? Der Alkohol? Ja. Wirklich? Oh ja. Ich verstehe. Na gut, dann komme ich morgen wieder in der Hoffnung, dass Sie dann nüchtern sind. Danke, Herr Doktor, und auf Wiedersehen. Herr Luzi? Immer wird man verkehrt verstanden. Was für ein Haufen Scheiße. Na dann, der nächste bitte. Steiner, wo sind alle? Ach da, ja, aha. Moin moin oder guten Abend, ihr alten Landratten, ne? Tja, Mensch, das ist ja voll original hier, ne? Ey, leck mich an die Socken. Obwohl, lieber nicht, ne? Mögen ja nicht alle so Fischgeschmack, ne? Tja, ey, ich kann euch sagen, ne? Sagt mal, wisst ihr, warum Kannibalen so gerne schwangere Frauen haben? Ja, ganz einfach. Wegen der Kinderüberraschung und der Extraportion Milch. So, oder neulich, ne? Der Jesus, der begegnet einem alten blinden Mann, ne, der am Boden kniet, nach etwas sucht, ne? Und anscheinend nichts finden tut. Da sagt der Jesus, ne? Da sagt der Jesus, kann ich helfen? Tja, sagt der alte Mann. Ich hab meinen Sohn verloren. Und da sagt Jesus, wie sah der denn aus? Tja, sagt der alte Mann, er hat in den Händen und Füßen Löcher und Nägel. Tja, da ruft Jesus freudig, Vater! Und der Alte schreit, ja, Pinocchio!